Hallöle, herzlich willkommen in Undertale mit eurem Pew Pew Below. Yeah. So, ich muss leider sagen, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber in einem Modus, den ich natürlich jetzt nicht benutze im Let's Play, sondern halt den anderen Modus versucht habe. Ist leider am Ende zum neutralen Modus gewechselt, weil ich bei einer Stelle nicht wusste, wie man jemanden zu Boden streichelt, damit er nicht mehr aufsteht. Das heißt nicht, ich habe jeden umgebracht oder so. Nein. Also, ich doch nicht. Nein. Ach nein. Wir spielen einfach weiter. Mal gucken, was so alles passiert. Aber ich sag mal, der andere Modus, den ich gemacht habe, der ist ja anders, als was ich jetzt hier im Let's Play mache. Deswegen, was im Let's Play passiert, weiß ich nichts. Was bei dem anderen passiert, weiß ich schon. Ach, wir waren ja hier. Das ist ja mal nice. Aber warte mal, hier. Ich muss mal ein bisschen so. Oh Mann, mir ist irgendwie warm, weil heute Sonne ist. Da draußen. Also Halbsonne. Ach ja, hier. Ah. Oh, schön. Ja, cool. Wir gehen weiter. Ich habe ja hier, glaube ich, alles schon belabert. Warnung, Hundehochzeit. Und nu? Kommt ein Hund. Habe ich den schon besiegt? Oder will ich gar nicht? Ich glaube nicht. Niedriger Hund, streiche. Der ist begeistert. Okay. Hesche, Hesche. Ach du Scheiße. Hilfe, der Hund greift an. Ja, der kläfft aufgeregt. Okay, nochmal streiche. Da kommt, geht hoch. Wie geil. Er ist bereits total begeistert. Hesche, Hesche. Ah! Ah! Scheiße, ich verliere gegen den Hund. Streicheln. Der Kopf geht ja weiter hoch. Ey, wie weit geht er noch hoch? Hesche, Hesche. Ey, hier, Riff. Hör auf, mich anzukläffen hier, ey. Alles klar, braver Hund. Ja. Ach, ich mache aber nur so weit, bis ich keinen Bock mehr habe. Aber streichelt, seine Begeisterung kennt keine Grenzen. Ah, schön. Haha, verarscht, verarscht. Ach ja, und durch diesen einen Run habe ich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Skill bekommen. Ja, das sage ich, indem ich die ganze Zeit hier getroffen werde, aber in Wirklichkeit kritisches Streicheln. Die Begeisterung des Hundes erhöht sich. Okay. Der Kopf geht weiter hoch. Du musst springen, um den Hund zu schnellen. Geil. Ja, komm, komm sie hier runter. Ich will doch nur hier, dass du wieder hier irgendwie extrem aufgeregt. Er wird aufgeregter. Oh nein, Flugzeug startet. Hä? Was zur Hölle? Der Hund kann reden. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu stoppen. Oh mein Gott. Der Hund. Nicht, dass er abbricht. Das wäre nicht gut. Erkunde das Wolkenreich. Also, wie hoch geht er denn noch? Alter. Nice. Du rufst nach dem Hund, aber er ist zu spät. Er kann dich nicht hören. Entfernt bellen. Ja. Lol. Wie weit geht's denn noch? Da kommt der Witter. Da kommt wieder runter. Was zur Hölle? Du kannst den niedrigen Hund wieder erreichen. Juhu. Wiff. Ja, komm hier runter. Ja, komm. Aber warum? Warum? Duckt sich. Ja, toll. Schön, dass er sich duckt, aber so weit runter. Alter, der Schweif. Was ist da denn los? Geht ja mal wieder hier gut los. Und ich sehe, die Kamera ging einfach weiter. So ist perfekte Mitte, ey. Ja, ja. Komische Kamera da, ey. Ja, los, mach mal hin. Noch mal. Ach du Scheiße. Aber ich brauche zumindest nicht mehr streicheln. Ey, wie weit geht das? Nee, ich glaube, der geht gleich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann ist erst Ende, oder was? Nee. Nee, das wollen wir sehen. Das wollt ihr sehen. Das wollt ihr so sehen, dass ich es sehen will. Nein! Ich will doch nicht wissen. Hesche, Hesche. Ja, ja, ja. Ich wollte ihn streicheln. Es könnte sein, dass du ein Problem hast. Warum? Warum habe ich denn ein Problem? Warum geht der Kopf immer weiter runter? Oh, wisst ihr was? Ich lasse den Hund jetzt. Ich habe keine Lust mehr hier. So. Ach ja, und natürlich habe ich, wo ich das durchgespielt habe, habe ich alle Rätsel natürlich jetzt noch in den Erinnerungen. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick.
Aber bei einem Rätsel, das war die größte Katastrophe. Alter, wenn das Rätsel kommt, werde ich das sagen. Ich werde es jetzt nicht ansprechen. Die Katastrophe war ich selber. Weil ich konnte nicht so weit denken. Obwohl es so einfach war. Wahrscheinlich lag es daran, weil es so einfach ist. Hallo, ach so, ich wollte schon sagen. Ach du Scheiße. Alter, Hühnchen mit Äxten. Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Oh mein Gott! Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten! Oh nein, die wollen mich ausschalten. Ach du Scheiße. Herumrollen. Du rollst dich im Dreck und Schnee herum. Du riechst wie ein komischer Walpe. Nummer 2, Schnüffelmeise 98. Aber nur zweiter Platz. Ach nein! Blau war ja das andere. Einfach nicht stehen bleiben. Oh! Deswegen bleibe ich auch nicht stehen. Alter, mein Leben. Ja, ich werfe einen Stock. Nein, ich wollte keinen Stock werfen. Nimm die Flöhe meiner Frau. Nicht wirklich. Was willst du denn mit den Flöhen? Hallo, hallo? Husch! Husch! Ich muss hier... Oh, ich kann eigentlich jetzt eigentlich schon abhauen, sehe ich gerade. Ne, warte mal. Ich mache was richtig Gutes. Ich werde jetzt definitiv nicht verrecken. Oh, ich dachte schon. Jeden Hund spielt gerne fangen. Ja, hier, schnuppe an mich. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was? Riech nach? Bist du aber ein kleiner Welpe? Och, nee, jetzt geht das wieder los. Ich wollte mich doch bewegen. Hunde spielt gerne fangen. Ja, schön für den. Nochmal schnuppern. Die wissen, dass du gut riechst. Was riecht nach? Bist du etwa ein kleiner Welpe? Weiß ich doch schon. Hä? Ich finde, diese Animation ist viel besser, weil da kann ich nicht getroffen werden. Und ich habe gerade weggeguckt, dass ich hätte jetzt streicheln. Wow, und das von einem Welpen. Hey, vergiss mich nicht. Ja, klar. Okay, dann tue ich dich auch noch streicheln. Die Namen kenne ich immer noch nicht auswendig. Die examen Augen. Das sehe ich jetzt erst. Lol. Jeder Hund spielt fangen. Ja, nee, ich nicht. Mein Mann, ich bin doch kein Hund. Bin ich bekloppt? Ey, ich bin bekloppt. Du streichelst sie. Was ist mit mir? Ein Hund, der Hunde streichelt? Wow. Jetzt muss ich den anderen nochmal streicheln. Wollen die mich hier verarschen? Ja, dann tu stehen nochmal streicheln. Wow, und das von einem Hund. Helfe. Wie oft... Ey, nö. Ihr seid eh jetzt gelb. Ich verpiesel mich. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Der Gedanke wurden erweitert. Ja, verschonen. Super. So. Hunde können andere Hunde streicheln? Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Sündchen. Haben die mich jetzt... Jetzt haben die mich beleidigt. Mit meinem eigenen Spruch. Die Schweine. Diese Hunde, ey. Die Hunde, die hausch. Die hausch nicht, aber... Die, ich darf ja hier gar keinen hauen. Scheiße. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist noch etwas für mich übrig? Was erzählst du Papayos über seine Spaghetti? Die klebten am Tisch fest. Ich glaube nicht, dass ich Essen vom Tisch esse. Wirklich? Wo, wie? Du konntest dem Geschmack meiner Pasta widerstehen, nur um sie mit mir teilen zu können? Quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. Yeah. Ich glaube nicht. Wenn die am Tisch kleben, ist es nicht gut. Außer der Tisch ist die Wand. Hä? Was? Ich rede Scheiße. Mein Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er ohne einen coolen Typen wie mich machen würde. Yeah. Ich weiß nicht, Socken sammeln. Mensch! Wie sage ich das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen. Also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepeppt, indem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestaltet habe. Und glücklicherweise ist der Schnee festgefroren. Jetzt ist die Lösung eine andere. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist... Keine Sorge, Mensch! Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit versucht das Rätsel selbst zu lösen.
Ich werde die Antwort nicht verraten. Das sieht aber nicht nach seinem Gesicht aus. Oder? Hallo? Achso, ich wollte schon sagen. Hat er sich gerade bewegt? Der bewegt sich einfach. Das Gesicht ist doch gar nicht wie seins. Ich halte mich da raus. Lalala. Lalala, 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 tschalala. Und ich hab's geschafft. Way. Wow, du hast es gelöst. Meine Nase juckt. Und das Ganze ohne meine Hilfe. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Dir müssen Rätsel so viel bedeuten wie mir. Ich bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Es ist vielleicht sogar zu einfach für dich. Der lacht mich immer aus. Boah. Oh, da ist er doch. Hallo. Gute Arbeit, du hast es echt schnell geschafft. Scheiße, jetzt geht hier auch noch das vom Controller die Scheiße ab, ey. Geht schon gut los. Und du hast nicht einmal meine Hilfe gebraucht. Das ist super. Ich mag es nämlich, möglichst gar nichts zu tun. Jetzt glaube ich dir. Bei mir ist dasselbe. Wie esportet er sich wieder dahin? Hey! Es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von der großen Dr. Alvis erschaffen. Alvis. Alvis? Ich sag Alvis. Alvis. Einfach Alvis, so. Siehst du diese Felder? Ja, sehr schön. Und nun? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Felder sind unfassbar. Untastbar. Unfassbar. Ich habe keine Ahnung. Du kannst sie nicht betreten. Achso, gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orange Felder lassen dich nach Orangen riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder, schwimme wenn du willst, doch wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig, die du schleuderst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen, das mögen die Piranhas nicht. Violette und Blau sind in Ordnung, pinke Felder machen gar nichts. Betreten sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Ich hab... Hätte ich jetzt zugehört, wäre alles gut gewesen. Ja, ich hab alles verstanden. Ich verstehe immer alles. Großartig. Eine Sache gibt es noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlenke, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Los geht's. Das Spiel ist mir zu laut im Ohr. Einfach viel zu laut. Jetzt kommen hier. Alter, wenn jetzt Leute hier sich das angucken, da werden sie ja mal richtig beschrubbt im Kopf. Ich hab's gewusst. Was ist denn jetzt los? Jetzt haut er einfach ab. Nice. Einfach cool. Pink. Super. Die Spaghetti von vorhin. Das war keine schlechte Leistung für meinen Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Alter, jemand gibt ihm das Kochenunterricht bei... Die haben das... Was ist hier passiert? Ach du Scheiße. Alle Hunde, die Köpfe sind abgefallen. In meiner Durchlaufphase, da war das nicht... Da war was anderes. Die armen Köpfe! Ach, tut mir leid. Ich speichere erstmal. Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schneehund zu bauen, er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ich habe Hunger, ich habe Angst. Mann, die Nase soll aufhören zu jucken. Fuß, ich wurde dem Hund. Bitte Hunde streicheln. Okay, hab ich doch. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Spitzen! Was für Spitzen? Ein Hund ist hier gerade voller Inspiration vorbeigehauscht. Er versuchte einen Schneehund zu bauen, der seine Gefühle ausdrücken kann. Aber als er anfing, wurde er wegen der Skulptur immer aufgeregter. Sein Nacken wurde länger und länger und er gab den Schnee dazu, bis... Es war traurig anzusehen, aber ich konnte nicht wegsehen. Ich auch nicht, ich hätte gelacht. Ich hätte nicht gelacht, das wäre un... Aha. Ein Schneepaparis. Es ist ein Schneeklumpen mit dem Wort Sand in roter Schrift.
Yep, man merkt, wer Lust auf alles hat. Toll. Cool. So, was kann ich noch sagen? Ich habe, ich gucke zurzeit sogar, ich weiß nicht, wieso ich jetzt so Undertale-Fanatiker geworden bin. Ich gucke sogar Klitschtail. So, Klitschtail ist halt so animierter Undertale. Und ich finde es eigentlich richtig geil. Da war ein Huhn auf meinem Kopf. Warum krieg ich immer die Vögel? Ich halt mich raus. Ne, ich gehe runter. Oh, hallo. Was geht ab? Ja, ich gehe erstmal hier lang. Wird er mich verarschen? Der cheatet. Oh! Ist das ein Hirsch? Also ich muss leider sagen, ich kriege Angst. Ich dekoriere erstmal. Du gibst Wackel ab. Geil. Verflucht, Juge. Oh, da war blau. Ach, da muss ich mich nicht bewegen. Gehirn. Stolpert blind links. Oh, sorry, ich dekoriere dich weiter. Perfektion kann man nicht verbessern. Verflucht, jugendliche Wackelaugen. Ja, okay. Ach, ich muss dann in der Mitte bleiben, oder wie? Beschenken. Lehn dein Geschenk ab. Warum? Und das ist kein Trick? Doch. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, Schneekugeln. Alter, stolpert blind links. Na gut, ich schmücken wieder ab. Obwohl die Wackelaugen besser aussehen. Oh, Igitt. Danke für nichts. Versuch verzweifelt seine... Ich hätte mich jetzt A drücken sollen. So eine Scheiße, Mann. Nochmal dekorieren. Wieder verflucht, Jugendlicher. Hä, wie? Hä, soll ich den jetzt beschenken? Alter, bin ich gut? Stolpert blind links. Alter, ich hab gar keinen Bock. Lasst mich alle... Was muss ich denn machen, damit er jetzt endlich mal hier die Schnauze hält? Dekorieren. Man kann nichts verbessern. Ja, dann tu... Ach, jetzt kommt ja das Geschenk. Dann mache ich jetzt das Geschenk. Wieso? Wieso? Jetzt ist er da hinten. Ich mache nochmal Geschenk. Die Geschenke haben sich bewegt. Beschenken. Wieso lädt er mein Geschenk ab? Man kann das nicht ablehnen. Meine Geschenke sind die besten der Welt. Hier ist mich zu verarschen. Ey, der kotzt mich jetzt schon an hier. Wenn der so weitermacht, bin ich kurz davor zu töten. Aber ich darf doch nicht töten. Weißt du was? Jetzt habe ich gar keinen Bock. Ich weiß wohl nicht, was ich machen soll. Abschmücken. Danke für nichts. Ich tue den jetzt. Alter, was ist mit den Geschenken hier los? Ich... Nein! Oh. Ja, ausgewichen. Ausgewichen. Oh, habt ihr das gesehen? Ich wollte... Ich fliehe jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Ich bin da mal weg. Hm, okay. Sag mal, folgst du mir etwa? Hä? Jetzt sei mal ruhig hier. Ich muss jetzt weinen. Oh! Geheimer Tunnel. Oh, okay. Ja, hier sieht es doch schön aus. Pilze! Kann man schon hier... Oh. Oh. Toll, die Hündchen lieben das. Es ist eine Tür. Ja, die Tür ist schön, die ich nicht aufmachen kann. Tschalala, ich bin auch erst aufgestanden. Sag mal, folgst du mir etwa? Ich glaube, ich verfolge dich gleich hier richtig, wenn du noch mich mal... Wieso, ey? Du trainierst wohl wirklich gerne. Ey, der will mich hier verarschen. Der hat andere Sprüche drauf. Sag mal, folgst du mir etwa? Hä? Hä? Toll, jetzt kommt wieder ein Hirsch. Stellt sich im Weg. Ich weiß gar nicht, wie ich den tatten kann. Ja, danke. Ich gehe. Tschalalala. Es ist ein Schneespitz. Und das ist ein Schneespitz. Das ist, wer hätte es gedacht, ein Schneespitz. Was steht hier drauf? Wiff! Ist da ein Hund drin? Was für eine kleine Hundehütte. Überraschenderweise ist es ein Schneespitz. Oh, Schneespitz. Ist es wirklich ein Schneespitz? Sieh her, ein Schneespitz. Okay, und dann hier ein See. Oh, oh. Oh, ein kleines Hündchen. Oh, wie süß. Ja, geil. Meine Nase juckt, ich will aufhören. Ja!
Ja, ja. La 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 la. Was? Höherer Hund ist nicht aufgeregt genug, um zu spielen. Ey, die Mucke ist ja mal geil. La 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 la. Zuwinken. Hier. Er springt auf dich zu und schlappert dein Gesicht ab. Oh nee, weg, weg, weg. Au. Warte mal, ich werfe jetzt Nice Creme. Ich werfe den nicht, ich esse den lieber selber. 15 HP. Ah! Was ist... Ah, das habe ich immer noch nicht gelernt. Hörer Hund sucht Zuneigung. Streicheln? Alter, der legt sich gerade auf meinen Schoß. Er fühlt sich so wohl, dass er einschläft. Dann wacht er auf, er ist so aufgeregt. Ja, süß! Nein! Hör auf, mich doch anzugreifen, du Hund. Oh, das kann ich jetzt nicht mal als Beleidigung geben. Scheiße! Höherer Hund wühlt sich mit Pfoten im Schnee. Streicheln? Die Aufregung des Hundes erzeugt ein Kraftfeld, das Streicheln verhindert. Alles klar. Das war gut. Ich glaube, er will spielen. Du baust einen Schneeball und wirfst ihn in den Hund zu. Der Schneeball schlägt am Boden auf. Höhere Hund nimmt allen Schnee aus der Umgebung und bringt ihn dir. Jetzt ist der Hund müde. Er legt seinen Kopf in deinen Schoß. Jetzt schläft der Hund wieder ein. Aua! Möchte ein paar Streicheleinheiten. Okay, streicheln. Als du den Hund streichelst, legt er sein ganzes Gewicht auf dich. Ah, ich krieg keine Luft! Ich krieg keine Luft! Du wirst langsamer. Aber du hast noch immer nicht genug gestreichelt. So. Alter, also, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Streichelkapazität beträgt 40%. Okay, streicheln. Du streichelst heftiger. Streichelkapazität erreicht 100%. Der Hund legt sich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden. Wuff, wuff, au. Tschalala, au. Ist glücklich. Ja gut, dann verpiesel ich mich. So. Lol. Ja, toll. Jetzt hat er mir... Toll. Ich habe gerade meine Nase geputzt. Jetzt hat er die wieder nass gemacht. Nice. Und ich sag dann mal Outro. Ha, es wird Zeit. Der erste Part, der nächste Part von Undertale ist fertig. Mal gucken, wie viele Parts ich jetzt aufnehme. Ob ich den ganzen... Also ich sag mal so, als ich meinen Run gemacht habe, den... wie sage ich das, ohne dass es gruselig ist? Den Tötungsrun? Eigentlich hat er einen anderen Namen, aber ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Da... Das waren 3 Stunden plus 2 Stunden an einem Dings, weil ich doof war und ja, eigentlich interessiert es. Darf euch das gar nicht interessieren, egal. Rest ist der letzte Part und Kanäle, Social Dinger, bla bla bla, Algi-Video. Tschüss!